Hallo, hast du dir CSGO Cheaters Trove bei Fake Cheat Software von ScriptKit angeschaut? Ne, was ist das? 3 Millionen Aufrufe vor 3 Wochen. Okay, das ist sick. Das Das muss ich mir angucken. Wir gucken uns an CSGO Cheaters Trove bei Fake Cheat Software. Jetzt bin ich mal gespannt. This guy downloaded a cheat software for CSGO, and here he is trying to use it in the game. But what he doesn't know is that the software he downloaded is actually a bait software that is about to kill him with his own grenade, along with other satisfying surprises for you to Ha, enjoy. lol. But for you to fully appreciate the lengths I went through to get you this footage, first I need to explain how we got here. Last year I waged war on cheaters by creating and spreading a bait software for the game PUBG. The bait software basically made the cheaters kill themselves, and then I made a YouTube video about it, and a lot of people seem to have enjoyed that video and want me to do the same for other games. Lol. Ja, 2,1 kann dislikes, das war ein Safety-Cheater. I've decided to continue the fight against cheating, and this time I'm going to take revenge on cheaters in the game Counter-Strike Global Offensive. The plan is simple. Ey, das ist aber super sick, oder? Gab's nicht auch mal einen, das ist doch auf Reddit rumgegangen, einer, der so eine Cheat-Software gemacht hat, die dann automatisiert alle auch gebannt hat und so weiter? Was dann auch detected war, wo die alle richtig super tilt waren? Super nice. Step 1. Create a bait software that punishes them in funny ways and then sends me their match replays after each game. Step 2. Create a website where the cheaters can download it. Step 3. Lol, warte mal, CSGO Reaper? Das war doch mal eine Gamble-Page sogar, oder? Die AI war aber sick. Kranke Create a Sachen. website where the cheaters can download it. CSGO Step Reaper. 3. Pay Google to show the website when someone is searching for hacks for CSGO. Oha, er hat ja ultra professional gemacht. Super sick. Sit back and watch as thousands of cheaters download it and then make a video about it so everyone can enjoy the sweet revenge. Many months later. Remember this guy? Well, now you know how we got to this point. So let's watch this guy barbecue himself in front of his teammate and then I'll walk you through all the other amazing punishments. Kann sich dann auch nicht mehr bewegen oder was? Oder ist er zu dumm? Whenever the cheater tries to plant or defuse the bomb, it will cancel in the last second and play a fake bomb has been defused sound. Aber warum ist der so gekippt? Bisher schon ganz nice, To Alter. confuse them. Warum sieht das so komisch aus? Oder ist es, damit er abbricht? On the first buy run of the match, the big spender punishment will waste the cheater's economy by buying a lot of bad weapons. Hä? Aber das ist ja super nice. Lol. Okay, das finde ich super sick. Whenever the cheater is spraying their main weapon, there's a 50% chance to drop all their weapons. Lol. Oh mein This Gott. next punishment is simple but effective. Ey, das ist aber schon geil, oder? Whenever the cheater is aiming down scope. Was? Ey, super geil. Ey, ich würde sogar, ey, ohne Scheiß, ich würde sogar mal als Challenge gerne mit diesem Cheat spielen. Das ist ja super The nice. mouse gets inverted. The fake cheat can detect when the player enters a specific area of the map. And I have placed virtual tripwires all over the maps that will trigger a random punishment when being activated. Was? Das kann man alles einstellen? Wie sick ist das denn? Das ist ja ultra krank. The punishment that was just activated by this tripwire Der kann gar is nichts called machen, violent Alter. speed momentum, Lol. which gives the cheater 100 sensitivity and jumping for a few seconds. Aber ich frage mich, welcher Cheater ist so dumm, wenn er das nutzt und er merkt, dass da alles bug ist. Da macht er doch den Cheat direkt wieder aus, oder? Das spielst du doch nicht ein ganzes Match lang mit so einem Low-Cheat. Another tripwire punishment is Butterfingers, that will make the cheater drop their weapon every time they try to shoot. Nein. In the later stages of the match, I'm taking things to a new level. Whenever the cheater's crosshair is moved over an enemy player, the aim direction is pushed away from the target, making it really hard for the cheater to shoot an enemy. Was? Oh mein Gott.
And then finally. Ey, aber Kinsey, ganz ehrlich, kannst du auch sowas? Das müssten wir mal als so internes Match-Ding machen oder so. Das ist ja super sick. The final judgment. Whenever the cheater's crosshair is moved over a friendly player, it automatically fires their weapon. Auto-shoot auf die Enemy, auf die Teammates. Ey, der ruft schon wie so ein Silber und der rafft's auch gar nicht, oder? Ey, das ist zu hart. Hold on. Can we take a second to just appreciate what just happened in this clip? This guy just shot 4 teammates in the head, then he got kicked. This really happened. The first time I saw this, I laughed so hard I almost cried. In fact, there's a highlight video of me reacting to this for the first time over on my Twitch channel. I've been live streaming on Twitch a few times per week since the beginning of this project. You should check it out. Link is in the description. Okay, let's get back to watching the cheaters getting wrecked. Here are some of the most funny moments of the cheaters using the bait software. Nope. Nope. Oh mein Gott, ich will ja... Aber überleg mal, der spielt schon seit 7 Runden damit. Seit 7 Runden und der macht's immer noch nicht aus. Wie dumm ist der Typ? Also wie dumm sind diese Typen? So was sollte Valve bei Hacker machen, die detected werden. Ja gut, es gibt ja viele Games, die Leute ja Shadowbannen und die spielen dann gegen andere Cheater oder die kriegen auch so Punishments. Das ist ja nichts überkrass Neues, aber was der sich da hat einfallen lassen, ist schon ganz geil, aber... ich verstehe das halt nicht. Also wenn ich so... Also überleg dir mal, ich bin ein Cheater. Ich lade mir jetzt so einen Free-Cheat runter und dann merke ich schon direkt ab der ersten Runde, dass ich, keine Ahnung, die Typen, dass mein Crosshair weggeht, dass meine Waffen droppen, dass ich nicht diffusen kann. Das spielst du doch keine 7 Runden so. Alter, was? Ah, unten links steht auch immer, was da gerade für ein Ding ist. Punishment, no spray for you. Ach, das ist das, wo der immer die Waffe... Webdrops, oder? Ja. Krank. Ja, der schmeißt jetzt weg, ja. Der muss ja Tilt sein. Das sind aber alles so Solo-Queue-Cheater, glaube ich, ne? Oh mein Gott. Ja, scheiße, wenn man nur Silver-Movement dann hat, ne? Wenn die Waffe weg ist. Das ist halt unlucky. Boah, wenn ich die nicht. Nope. Vor allem, ich verstehe das auch nicht. Die sind halt so dumm. Er muss doch merken, wie der eine von auf Alang. So, du hast dein Crosshair auf den Mates, es schießt automatisch, so, du drückst nichts. Okay, beim ersten Mal denkst du, hä? Beim zweiten Mal, okay, fuck. Ey, irgendwann musst du doch mal vom Brain her schnallen, ey, ich schieße automatisch auf Teammates. Das musst du doch raffen, oder? Die sind ja so dumm, die Leute. Wahnsinn. Deswegen cheaten die auch. Super stupid. Vor allem, dass sie das auch so lange anhaben, bis sie es mal raffen, dass da was nicht stimmt. Lake, ja. Wingman halt, ne? Ah, jetzt kommt die Nate vor seine Fresse. Oh ja, geil. Oh ja, geil. Oh mein Gott. Das ist wirklich erste Sahne mit der Nate. Das ist super geil. Mit der Nate ist genial. Ich finde sogar mit der Nate, das ist das Geilste. Das Problem ist, diese Silver One Cheater nutzen halt fast nie Nates, ne? Das ist halt das Hauptproblem daran, wahrscheinlich. Die raffen halt nichts. Mit der Musik, sehr gut. Aber
ich frage mich, was denkt er sich dabei, wenn er sich auf einmal, denkt er dann gerade so, seine Maus ist defekt oder dass der Cheat spinnt oder was denkst du in dem Moment? Das passiert doch nur 1 bis 2 Mal pro Match, sonst funktioniert der Cheat normal. Ach so. So wie ich das verstanden habe, ist das ein kompletter Troll-Cheat. Ach so, er geht auch manchmal oder was? Was kannst du denn alles einstellen? Ich habe das jetzt so verstanden, dass der allgemein einfach nur komplett gar nicht funktioniert. Nein, es ist alles Troll. Ja, ne, dann habe ich es richtig verstanden. Ja. Das hat er auch am Anfang gesagt. Das wäre ja auch, glaube ich, fürs Video nicht so geil, wenn das random getriggert wird, ob die Cheat-Software trollt oder nicht. Stell dir mal vor, die würden da 10 Runden lang mit einem Aimbot rumrennen oder so. Ich glaube, das ist nicht in seinem Interesse, weil dann würden die den Leuten ja trotzdem den Spielspaß nehmen, auch wenn die sich einmal selbst punishen würden. Das soll schon... Ich denke mal, vielleicht triggert das immer random halt logischerweise, was für ein Punishment kommt. Manchmal ist auch normal, aber... Ich glaube nicht, dass dann Aimbot oder Wallhack allgemein angebaut ist, ja. Aber ich muss sagen, wenn ich das in-game sehen würde, würde ich denken, der hat einen Spinbot, ne? Aber der halt nicht funktioniert. Geil. Das ist so dumm. Ja, das bricht jetzt ab. Was? Er hört den... lol. Ey, das ist wirklich, das ist das Beste, to be honest. Oh mein Gott. Aber ich verstehe nicht so ganz, warum die so lange stuck da drin sind, wenn du durch einen Molly läufst oder so, oder ist das, weil der... Oder ist das im Prinzip dasselbe, wie wenn du den abbekommst, dass die Hitbox gehittet wird, oder wie funktioniert das? WASD wird unbinded für ein paar Sekunden. Ah, unbind movement keys for a few seconds. Okay, krass. Guys, before I end this video, I just want to thank everyone who made this video possible. I want to thank everyone who came up with suggestions and ideas for punishments. And everyone who helped with testing and debugging. And finally, a huge thanks to everyone who donated during the live streams. You are legends. If you have enjoyed this video, please consider liking, sharing and subscribing. And also, please leave a comment down below for what other punishments you want to see or other games you want me to do next. Thank you for watching. See you in the next video. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. Oh, seht ihr das überhaupt? I can't fucking move, my crosshair is gone. Ein Cheater beschwert sich, dass seine Cheat-Software nicht funktioniert. Schönes Video, nice. Script-Kit. Kenn ich gar nicht, muss ich mal abonnieren. Gefällt mir. So, das ist Content. Cool, Alter.